Einen wunderschönen guten Morgen hier an einem stressigen Dienstagmorgen, würde ich mal sagen. Ja, Autos sind alle hergekommen, wird richtig hart gearbeitet. Ihr wisst es, ich habe wirklich viel Rost an meinem Auto gehabt, Schatz. Und wir sehen uns gleich dieses schöne Rost an, was wir da machen. Ihr könnt das gerne gucken, da wurde was gemacht. Hier habe ich das Problem, ganz dünnes Blech. Um das zu reparieren, ist jetzt nicht einfach. Die haben jetzt wirklich was Schönes gebaut da. Der Usta macht das. Sieht aber gut aus, du, ne? Ja. Hey, mashallah, eline sağlık, ha? Ja, çok güzel olmuş. Richtig schön geworden, du. Timo. Timo. Was hältst du denn davon vor jetzt? Also die bauen ja das auch selber jetzt. Nee, die bauen das ja jetzt selber ein bisschen nach. Ja, ja. Ich weiß nicht, die Form kommt schon hin, ne? Ja, das ist, die machen das halt, die, also Stück für Stück. Die schneiden das Blech auf, um das dann zu biegen halt. Ne? Aber ist okay, kann man leben. Ja, ja. Es gibt natürlich die Fertigbleche in Deutschland, die man da einsetzt. Wirklich? Nein, du musst alles selber machen. Okay, also ist schon okay, was er hier macht, ne? In Deutschland kriegst du das Blech hier noch, das hier so rüber geht. Und das Blech hier unten, glaube ich, nochmal, ne? Aber ich habe Glück hier. Das Blech auch nicht. Der ist noch richtig schick, das Blech da unten. Da habe ich aber Glück gehabt. Aber das war wirklich eine Katastrophe. Ja, ja. Ja, schön, dass Sie hier mal schon Gas geben, dass die Ecke machen. Ja, ja, das, aber das ist nicht das Einzige. Hier ist noch richtig viel Arbeit. Wir müssen jetzt hier das Ding abtrennen. Das muss neu gemacht werden. Ja. Hinten die Ecke habe ich gesehen. Ist auch schon hinne. Oh, wow, wow, wow. Das wird noch richtig, ja, richtig noch Arbeit auf uns zukommen. Hier sieht eigentlich, normalerweise wollte ich die Chromteile hier auch abnehmen lassen. Aber das Problem ist, da muss ich die komplett das Innenteil und alles abnehmen. Ich habe denen gesagt, ist okay. Soll er mir an die Kante geben, wird wohl nicht so auffallen. Klar, Türen werden abgebaut, Innenwert muss noch gemacht werden. Ich lasse ihn komplett lackieren. Und eigentlich ist das meiste weg, ne? Chromteile müssen wir heute mal gucken, wo wir die abgeben. Ich habe ein Problem, dieser blöde Spoilersatz ist nicht da. Ja. Ja, ist immer noch nicht da. Und hier bei Bobek sind die auch richtig attackiert, ne? Die haben das Ding komplett zerlegt. Jetzt kommen die Schweißarbeiten, Bobi erstmal. Er geht natürlich vor und der eine arbeitet aber auch an meinem Auto, dass ich da mal ein bisschen attackiere. Aber ich finde das hier erstaunlich gut, Schatz. Was wenn denn? Also kein Wassereinfluss, keine Kosten. Nein, also eins muss ich sagen, er hat schon ein bisschen Rost gehabt. Aber ja, was soll ich dazu sagen, Schatz? Ja, was soll ich dazu sagen? Ist nicht einfach. So, wir gucken da ein bisschen mal zu. Also er trennt das ja hier ab. Da hat er ja schon gemacht, da war ja ein Loch, das habt ihr ja gesehen da. Hier alles noch per Hand geformt, ne? Ja. Naja, so ein unterer Bereich, macht man das halt, oder? Anbau wäre ein bisschen einfacher für ihn, aber... Was hattest du anders gemacht? Guck mal, das Ding ist, ich sag dir ganz ehrlich, das Ding ist, ja, wir haben nicht so viel Zeit. Ne? Also ja. Und ich glaube, dadurch müssen die halt auch einfach Gas geben hier. Ja. Und dadurch haben die auch nicht so viel Zeit, die Bleche jetzt richtig zu formen und all so Kram, weißt du? So, die Arbeit ist jetzt ist ja nicht verkehrt, aber man könnte das natürlich alles ein bisschen schöner machen. Ne? Ja. Das ist so, ne? Wahrscheinlich ein bisschen mehr abtrennen noch vielleicht. Genau, oder? Die Bleche einfach ein bisschen mehr schöner formen, den Rost vernünftig komplett auftrennen und so. Ja, aber wie gesagt, du siehst halt, ne, die machen das alles mit Hartlot, also Hartlöten, ja, alles nur mit Flamme und so. Und das ist schon, das machst du in Deutschland halt gar nicht mehr. So, ne? Also das können auch nicht mehr viele so. Ja, okay, aber ist das ein Nachteil oder? Nee. Nee? Nee, nee. Also das die Das ist in Ordnung. Okay. Du als Karosseriemeister? So du hast halt da, hast du immer mehr Gefahr, dass das Auto vielleicht in die Flamme fängt oder was, ne? So, das ist so. Ey, aber die Pappe schützt das. Aber guck mal, er nimmt nur die Flamme und schweißt das Blech nur mit der Flamme zusammen. Eben hat er noch ein bisschen Zusatz genommen, ja, und jetzt nimmt er nur die Flamme. Und das ist halt, in Deutschland, das gibt nicht mehr viele Leute, die das können. Okay. Weil du es halt, das hast du heute okay, darfst jetzt du bei nimmt den, der aber was dazu. Heute darfst du das bei den neuen Autos ja gar nicht mehr machen. Das darfst du bei den Oldtimern noch machen, das war's. Ne? Okay, aber warum darf man das bei neuen Autos nicht mehr machen? Weil du da ganz andere Bleche hast. Das sind so hochfeste Bleche und so, die sind, wenn die zu viel Hitze bekommen, fallen die einfach zusammen.
haben die nicht mehr die Schaltigkeit. Deswegen darfst du bei den neuen oft nur meglücken oder nur kleben, weil sonst die Bleche einfach alte Schweiß geht das Blech eigentlich, kaputt. Also jetzt für mich als Nicht-Karosseriebauerin, kleben ist doch nicht so gut wie wenn, ja? Das unterschätzen die meisten, weil der Kleber ist heute extrem gut. Ne? Okay. Also das, die haben so eine hohe Festigkeit, das ist, da kannst du zwei Bleche zusammenkleben und kannst Tonnen dranhängen. Und okay. Du musst überlegen, du hast bei einer Klebe eine viel größere Fläche, die du also sozusagen das Blech aneinander heftet. Du hast, wenn du jetzt nur Schweißpunkte zum Beispiel setzt, ja. Da hast du 3, 4, 5 Punkte und dazwischen ist nichts. Das heißt, wenn du da dran reißt, dann reißen die Punkte. Ah, und beim Kleben, wenn du beim Kleben hast du eine große Fläche, ja, plus du hast noch mal einen Vorteil, was auch viele nicht wissen, du hast einen deutlich besseren Korrosionsschutz. Ja, weil Kleber rostet nicht. Ja, du kannst es halt einmal rüber schmieren über alles. Ne? Aber schön, auch mal die Meinung von einem Profi Timo zu hören. Hey, du, guck mal, wer das ist. Hi. Weißt du nicht, ne? Nein. Haji Murat Felgenkauf, der Sohn. Ah. Ist, weißt du noch? Ja. Dein Fahrrad hat gekauft. Ja, ach so, ist er durch Zufall hier. Zufall ist hier vorbei. Hat er jetzt einen schönen ML. Eine Werkstatt. Da arbeiten die Jungs dran. Ich würde mal sagen, das Auto verliert Wasser oder kocht. So, der Rost geht natürlich weiter. Der gute Herr macht das noch weiter. Da hinten ist er fast fertig. Ja, ist nicht wenig. So, das muss hier komplett rausgetrennt werden. Und er macht das schon richtig gut. Ich zeige euch das mal drüben. Also hier habt ihr ja gesehen, hier waren Löcher gewesen. Also ich finde, der macht das ziemlich gut. Nehmet dann nicht Anita.
Ich bin Mehmet der Mechaniker, das ist klar. Steh auf Mercedes und BMW Jahr für Jahr. Kein Bock mehr auf Kaufen, Verkaufen ist schwer. Also muss was Neues her, sonst geht nichts mehr. Sun und Jan, meine Crew, immer bereit. Schrauben an den Autos für den perfekten Ride. Meine Frau, Tui, schimpft laut, doch am Ende strahlt sie wie ein Kind, wenn wir das neue Auto testen. Lila YOLO, wie geplant jedes Jahr. 2 Wochen werden 4, das war doch klar. Zwischendurch ein Döner, Süppchen genießen, Werkstätten testen, lackieren und tiefer legen lassen. Der Auspuff muss Randale machen. Also der Typ hat wohl Ahnung, ne? Komm direkt. Aber es reicht ja, das heißt dann ja auch nicht so viel, oder? Kann ja auch nicht da. Was geht jetzt ab? Wie Bubis Auto ist fertig? Ich wollte schon sagen, Bubis. Was? Bube, kurz lackieren, dann heute Nachmittag. Jetzt weiter. Aber haben die das schon alles geschweißt, Bubis Auto? Nein, es muss noch was gemacht werden. Aber die wollen das drüben weitermachen, damit hier jemand Platz ist, dass unsere Fahrzeuge auch weitergehen. Ah, okay. Weil Timo steht ja auch mitten im Weg. So, jetzt macht er von innen weiter. Er hat ja nur jetzt auch hier gemacht. Jetzt geht's an die Innenseite. Ja, da ist ja auch was. Das ist richtig gut. Er legt nicht nur das, was er sieht, sondern er geht auch darunter und behebt den Rost, der darunter ist. Ne? Nee, du musst neben mir kommen. Ach so. Ja, Fortschritt brutal. Unglaublich. Ja. Ich habe gerade schon, ich bin hier mit der Kamera durchgelaufen. Kannst dir gar nicht vorstellen. Da deine S-Klasse Scheibenrahmen weggebrochen, habe ich mir richtig erschrocken. Scheiben rausgeholt, fehlt das ganze Stück vom Scheibenrahmenbrücke weg. Ich habe gedacht, aber sieht gut aus. Die kriegen das hin anscheinend, ja? Timo ist ja vom Fach. Der ist jetzt Auge von uns als Meister. Ja, ich habe ihn vorhin auch gefragt. Ich hätte es nicht anders gemacht. Ich sage, gibt keine fertigen Teile, nicht für die Modelle, sagt er. Er sagt, wenn du bei mir wärst, ich hätte das gleich gemacht. Also mit schön löten und Stückchen reinschneiden. Und das Ding ist erst in 2 Stunden bei. Bubis Auto heute Morgen haben wir reingenommen. Wir kamen hier, wir hatten die Schweiß, die Stückchen gemacht, getan. Der ist schon fast in der Lackierkabine. Ne? Also Bubis Auto in der Lackierkabine, meiner ist schon gespachtelt, geschliffen. Die wollen heute Abend, glaube ich, oder morgen sondieren. Deiner ist am Schweißen, hier ist Timos. Ja, Timo, er will ja selber ein bisschen was abbauen. Und dann geht er auch direkt hier nochmal hier. Er muss ja nicht schweißen, gar nicht. Der will gleich auch rüber. Total, also Ahmed gibt ihm hier Kante, Digga. Hier geht richtig Post ins Anfall. Er hat mir gerade auch gar nicht guten Morgen gesagt. Er hat mich voll, also er ist richtig in seinem Film so Modus. Er hat aber auch Druck, ne? Er hat auch Druck. Also 4 Autos muss der Ahmed machen. Also Druck ist da für ihn, ne? Ja, die Deutschen drücken. Die Deutschen drücken ihn ein bisschen. Er muss jetzt abliefern, ne? Er muss abliefern. Das ist jetzt seine Dings, weil die Autos werden natürlich auch im Internet aufgenommen, gemacht, getan. Das spielt auch sein Ruf eine Rolle, Kleine, ne? So einen anderen Kunden ohne Kamera kann auch sagen, ja, ist so, ciao, ciao, ciao. Keiner weiß mit. Aber hier gucken sich Tausende von Menschen. Aber ich glaube, das ist aber nicht Ahmed seine Art. Ihm ist egal. Nicht. Er hat auch gesagt, mir ist egal, ob der Fußballer ist oder König von Brunei oder jetzt hier der Nachbar um die Ecke. Er sagt, ich versuche Arbeit abzuliefern. Finde ich gut. Das schon, aber ich sag immer, eigentlich gibt es keine schlechte Werbung. Werbung ist Werbung, egal in welcher Art. Aber gerade bei so einer Arbeit musst du schon gute Endergebnisse liefern. Musst du. Das Auge sieht das mit und anders geht's gar nicht. Ja, drüben, wir fahren heute eventuell nach Adana. Wollen wir mal gucken, ob wir noch einen Leihwagen für dich organisieren von Ahmed, den. Ob wir den von ihm vielleicht leihen können. Wenn wir den von ihm leihen können, was wir hinfahren können. Ansonsten habe ich mal durchgerechnet, es würde gar keinen Sinn machen für mich einen Leihwagen. Du bist ja fast. Der kostet mittlerweile 35 Euro pro Tag. Ja. Das Taxi kostet mich hin und zurück. 100 Teller. 5 hin. Euro. Ja, ja, das geht. Hin und zurück am Tag. Also ich finde, Salo sollte sich auch mit Frau Salo so ein Dings mieten. Dieses, was jetzt hier ja, wollt. Ja, ja, ey, ja, Ferrat, so das weiß doch nicht. Ja, Ferrat.
Jetzt verrat mal die. Ach so. Raus jetzt. Spontan auch aus Deutschland, Aschaffenburg. Ja, die leben auch hier, sind aus Mersina. Also die leben hier? Nee, zu Besuch. Also die ist hier geboren. So, bei mir geht's ja hier Schlag auf Schlag an der Karriere. Ja, Placken sind weg, Bollen sind schon raus. Attacke, 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 Junge. Hey, richtig schön, finde ich gut. Das ist ja bei Ahmed, was ich so liebe, ne? Er gibt ihn, er attackiert ihn, er kann das richtig hier Power machen. Richtig powern. Das denkt man sich gar nicht, dass es so weit kommt, dass es so schön geht. Ergebnis spricht für sich, ne? Scheibenrahmen innerhalb von ein paar Stunden hier, komplett durchgeschweißt. Da kannst du ja auch nur sagen, es kann nicht schneller gehen. Ne? Wir sind seit ein, zwei Stunden hier. Hier wird komplett attackiert. Timo. Ich brauche deine Hilfe. Ja, ich kann kein Türkisch, Digga. Und ich muss ihn fragen, ob er die Haube, die muss, glaube ich, draufbleiben, Digga. Ich frage nach. Ja. Ich frage nach. Sehr gut. Also der Herr macht das richtig gut. Findest du nicht? Mit klein, Mitte, aber er kommt zum Ziel, oder nicht? Ich sag, er macht mit klein, Mitte, aber er kommt zum Ziel. Ja, aber das wussten wir vorher. Wir haben ja nur so geschweißt, dass der TÜV bekommt. Du, wirklich, wir haben wirklich ein paar Sachen geschweißt, da war noch Rost am Ende. Genau. Wir haben ja auch gesagt, bitte, Freunde, es ist wirklich für den TÜV gewesen und der wird wirklich komplett durchgeschweißt, wirklich. Ich versuche jetzt alles zu machen, dass er richtig gut aussieht. Und ich meine, okay, hier, klar, aber das kann der TÜV ja nicht sehen. Das Loch hat er gar nicht gesehen. Deswegen kann er ja gar nicht sehen. Als wir die Scheibe abgebaut haben, ja. Das ist da unter gewesen und alles gut, denke ich mal. Und ihr seht, ich lasse es ja wirklich komplett alles neu machen, was ja. geht. Finde ich gut, ne? Was aber ich sag gerade, mit kleinen Mitteln. Hammer. Kriegt ihr das trotzdem hin, ne? Hammer, Hammer, oder? Ja. Es sind nicht viele Action erst dabei, aber hier geht es auf Schlag, Schlag auf Arm. Also wirklich. Boah, denkt man sich gar nicht, wie viel Arbeit hier, wie viel Mühe da reinkommt. Guck mal, die Scheibenrahmen, wie schön das Ding jetzt aussieht. Das Ding war tot. Ich hätte es niemals gedacht, dass das Ding so schnell gemacht werden kann. Wird natürlich alles noch schön sauber gemacht und dann wird hier ein Rostumwandler noch reingemacht. Also, aber es sieht richtig schön aus, jawohl. Boah, ist das die Action hier, ja. Das ist wirklich, der Junge reißt da hinten alles. Der reißt wirklich alles. Respekt, Respekt, was für eine Schnelligkeit, die hier so attackieren. Ich habe nach drüben gesehen, Salo Bovex Auto schon drüben am Schleifen machen tun. Wirklich, du kommst mit der Kamera nicht hinterher. So schnell sind die Jungs hier. Wir auch neue Felgen kaufen, Schatz. Also wir sind hier beim Felgenladen, aber nein, wir wollen keine neuen Felgen kaufen. Das könnt ihr bei Bovex sehen, was hier abgeht. Standard in der Türkei, direkt also, nach dem Kauf. Der Laden, der gehört so ein, von der Bundeswehr, von meinem Onkel, einen sehr guten Freund. Ich hoffe, er gibt uns nicht. Geiler Sessel. Lustiger Stuhl, ne? Ja. Kurz weg beim Reifenhöker und schon viel passiert. Die Radläufe, die habe ich auch selber umgebürdet gehabt. Ich habe mir nochmal drum gebeten, bitte ein bisschen sauberer. Und das sieht schon ein bisschen besser aus, das, was ich gemacht habe. Richtig schöne Arbeit hier. Läuft, Digga, läuft. Es läuft richtig gut. Es läuft richtig gut hier, muss man sagen. Ganz tolle Arbeit. Die Bleche hier, ist alles super. Hammer. Genommen. Heute machen wir ein bisschen Feierabend. Bodykit soll heute Mittag irgendwann kommen. Hoffentlich, hoffentlich. Seit einer Woche warten wir auf diesen blöden Bodykit. Auto geht richtig gut voran. Stücke machen, tun. Viel Arbeit, aber die sind wirklich schnell, die Jungs, muss man jetzt sagen, oder? Muss richtig mal schnell. Gucken hier. Richtig toll geworden. Also, wer noch hier die Sendung nochmal nachguckt, viele haben mich nachgefragt, oh Mehmet, die Sendung, Link in der Infobox, da könnt ihr gerne meine Sendung nochmal nachfolgen. Würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen supportet. Abonniert, like nicht vergessen, folgt unseren Freunden hier, es ist wirklich harter Content, hier vier Autos innerhalb von ein paar Tagen wird hier durchrepariert. Mehr geht nicht, oder? Mehr geht nicht. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao. Wir haben einen Leihwagen bekommen bei Ahmed, aber jetzt müssen wir mit 7 Mann dahin fahren. 12 Kilometer, 7 Mann. Also, Salo, er wird gerne im Kofferraum sitzen, ist mir egal, das macht er dann. Also die sind so geizig. Ich habe gesagt, lass uns Taxi nehmen. Nein, wir fahren bei dir umsonst hinten mit. Wir wollen die 100 Tele sparen. Ach du Kacke. Nur weil ihr Taxi sparen wollt, ja? Wir gehen den Leihwagen abholen von Ahmed. Ja, die Jungs sind hinten. 7 Mann. Ist kein 7-Sitzer, aber haben wir gemacht. Jetzt ist das ein 7-Sitzer. Haben wir gemacht. Wir sind hier bei Ahmed und der war so nett. Ich habe gesagt, wir wollen einen Leihwagen für die Kinder, also für die Kinder, Alter, ja, für die Jungs haben. Er hat gesagt, du, ihr könnt doch meinen für ein paar Tage nehmen, ist ja gar kein Thema. Also, wir kriegen hier Ahmed sein Hyundai für ein paar Tage, ein Hyundai i20, damit wir hier ein bisschen mobil sind. Wie gesagt, wir sind 7 Mann
Und ich kann auch nur 3 mitnehmen. Jetzt habe ich natürlich 7 mitgenommen. Wir waren jetzt volles Haus. Nikola hier, der Fuchs, einfach rein, die Karre rausgeholt. Läuft doch hier, läuft doch hier. Hat er gecheckt. So, Digi. Dann läuft das Ding hier. Ich liebe es, wenn er schwarze Scheiben vorne hat. Ja, ist geil, ne? Das ist das Schönste. So, okay. Dann fahrt mal hier an und dann Abfahrt. Jungs, jetzt wollen wir hier mal ein bisschen was essen hier, ne? Ein bisschen Fisch essen. Du, seit einem Tag nervst du mich mit deinem Fisch. Kann man hier frisch aussuchen? Das ist mit dem Finger, Digga. Musst aber selber töten. Also, einmal auf den Kopf hauen. So. Dann geht's los. Du bist doch Angler.